Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Minecraft-Server-Vorstellung auf meinem Kanal. Wir sind heute auf vulcanocraft.de, einem Server der 1.8 mit einem sehr, sehr freundlichen Admin und zwar mit dem Luke, der mich hier mal rumgeführt hat. Es ist ein Server, der noch relativ jung ist, der noch relativ neu ist, ein sehr kleines Server-Team. Aber das muss ich wirklich mal hier in dem Video erwähnen, der Luke, wirklich sehr netter Server-Admin, hat mich hier rumgeführt. Sehr sympathisch, er hat von dem, was er erzählt hat, eine Menge Ahnung. Er macht das auch natürlich alles in seiner Freizeit, entsteht alles hobbymäßig. Und er hat sich hier auch ein bisschen mehr aufs Programmieren konzentriert, als jetzt auf das Design und auf das Aussehen. Deswegen, das hat er mir auch persönlich gesagt, soll man jetzt einfach nicht so aufs Aussehen schauen, sondern eher auf die Programmierung. Die Sachen sind hier alle weitestgehend selber gebaut, so 80-90%. Die Maps, die hier dann zu spielen sind, sind auch quasi fast alle neu oder was heißt neu gebaut, selber gebaut. Einige sind natürlich auch, beziehungsweise sind auch gedownloadet, hat er erzählt, aber das ist gar nicht schlimm. Ich finde, das ist immer gut, wenn man so offen und ehrlich ist. Und ja, ihr seht, passend zum Namen des Servers ist hier ein Vulkan, also man spawnt in einem Vulkan drinne, finde ich relativ nice. Dann hat man hier oben so eine hohe Spitze, wo man einfach mal rauf kann, so ein Aussichtsturm, so ähnlich wie in Seattle, glaube ich, ne? Gibt es ja nicht auch so ein großes Aussichtsding, Plattform. Dann natürlich Made in Hollywood, Vulcanocraft, finde ich aber schön, ist auch mal was anderes. Habe ich so auch, glaube ich, noch nie auf einem Server gesehen. Wenn ja, dann tut es mir leid, wenn ich den Server jetzt vergesse. Ich stelle hier nicht nur einen Server vor. Ich habe schon ganz viele Server vorgestellt, von daher haben wir schon viele Lobbys gesehen. Ja, ansonsten sind hier noch 10 Secrets versteckt, die ihr auf der Lobby finden könnt. Und von daher, ja, viel Spaß beim Suchen, wenn ihr aktiv auf diesem Server spielt. Es ist, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ein Minigame-Server, spezialisiert auf PvP. 10 Secrets in der Lobby habe ich schon erwähnt. Es ist ein kleines Team, mehr Fokussierung auf Programmierung. Ich habe mir ein paar Stichworte hier gemacht, weil ich will so viel es geht hier erzählen. Und falls ich ein paar Sachen vergesse, dann tut es mir leid. Dann wollen wir mal gucken, was es hier so alles gibt. Wir haben einmal den Navigator, das sollte sich von alleine erklären. Freunde, im Vulcano-Shop haben wir da noch ein paar Köpfe. Was ich relativ nice finde, mein Kopf ist auch mit dabei. Ich habe mich also eingereiht in eine Reihe von sehr prominenten Minecraft-Spielern und auch YouTubern. Revi ist mit dabei, Gomme, Ungespielt, Dena, German Let's Play, der Concrafter, Sturmwaffel ist dabei, Paluten, Gronkh natürlich, mein großes Vorbild, mein großes Idol und meiner. Das finde ich relativ nice. Hier sind die beiden Admins, der Xlux und der Snowtix, die haben das hier zusammen erstellt, wie gesagt, und auch programmiert. Hier hinten in den Einstellungen haben wir dann den Navigator, den Scoreboard und man kann dann halt einstellen, wo man das alles sehen kann, zum Beispiel das Scoreboard oder ja, wer einem privat was schreiben kann. Finde ich relativ schön gemacht, sehr übersichtlich und jetzt schauen wir einfach mal, was es hier für Spielmodi gibt. Wir haben nämlich einmal Knock-PvP, wir haben einmal Combo-PvP, wir haben Event-PvP, Survival ist noch in der Entwicklung. Wir haben einmal Switch-PvP und wir haben Mini-Bed Wars. Also ganz schön viel PvP. Wir fangen einfach mal an mit Knock-PvP. Auch wieder relativ schön. Schlage die Gegner von der Plattform. Eine kurze Beschreibung für Leute, die diesen Spielmodus noch nicht gespielt haben, die ja neu sind in Minecraft. Soll es auch immer noch geben, dass Leute Minecraft zum allerersten Mal spielen. Und er hat sich auch da angeboten, dass wir mal eine Runde jetzt spielen. Und zwar spawnt man dann hier auf so einer Insel. Ist so ähnlich wie Knock-FFA. So, da ist er also, der Milselim, das ist der Admin, einfach nur genickt, dass er uns das Ganze mal jetzt zeigen kann. Also wir haben ja einmal so einen Stock mit Schärfe 2 und Rückschuss 3 und es gibt halt verschiedene Kits. Das ist halt auch von Server zu Server unterschiedlich, beziehungsweise von Map zu Map. Und ich glaube, der hat mir gesagt, dass ich alle paar Sekunden die Kits halt verändern. Also ich weiß nicht, ob das hier noch PvP ist, auf jeden Fall bei den anderen Spielmodi verändern sich die ganzen Kits, die man hat, innerhalb von wenigen Sekunden und auch die Maps, die ändern sich auch, ich glaube, alle 5 Minuten. Aber das finde ich auch relativ nice, habe ich ihm auch gesagt, dass dadurch einfach ein spannendes Spielerlebnis reinkommt, sehr dynamisch, weil man nicht immer nur mit demselben Kit spielt, sondern in der einen Sekunde das Kit hat und dann plötzlich, wenn du mitten im Fight bist, kriegst du halt noch ein anderes Kit rein. Mal gucken, ich glaube, das war bei Event-PvP. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ach ja, noch eine kurze Sache nebenbei. Bei jedem Spielmodus befindet sich in der Nähe so eine Bar oder so eine Art Bar. Hier befindet sich jetzt eine, wie nennt man das? Eine Waage? Nein, wie nennt man denn das? Eine Wippe, glaube ich, ne? Also, ihr wisst, was ich meine. Das, was im Kindergarten auch ist. Mein Gott, Waage, Wippe, ihr wisst, was ich meine. So, dann gehen wir weiter zum nächsten Spielmodi. Und zwar zum nächsten Spielmodus. Hier ist noch ein schöner Park. Also überall bei jedem Spielmodus gibt es eine kleine landschaftliche Aufbesserung. Sage ich jetzt einfach mal so.
wie es ist. Dann machen wir mal weiter mit Combo-PvP. Töte deinen Gegner in einem 1 gegen 1 mit einem von 4 Kits. Ich schreibe ihm jetzt gerade nochmal Combo-PvP. Zack, gehen wir einmal rein. Und ja, und zwar kann man hier mit dem Stick einmal annehmen. Genau, das war jetzt, glaube ich, der Spielmodus, wo sich das Kit, es gibt insgesamt 4 Stück hier. Das gibt es auch bei Switch-PvP, aber bei Combo-PvP ist das auch so, wo man zwischen 4 Kits, glaube ich, wählt. Aber die müssen auch innerhalb von ein paar Sekunden immer mal wechseln. Wir spielen jetzt gerade mal, dass ihr das seht. Und nebenbei, ich kann wirklich nur nochmal erwähnen, der Luke ist wirklich einer, der hat mir eine richtige Bewerbung geschrieben. Kann man einfach sagen. So, jetzt haben wir da ein anderes Kit. Jetzt haben wir das Standard-Kit, ne? Mit einer Eisenrüstung, mit einem Eisenschwert und mit einer Angel. Der Luke, der hat mir wirklich eine richtige kleine Bewerbung geschrieben, hat sich kurz vorgestellt, wer er ist, was er macht und so weiter und so fort. Und das, muss ich sagen, kommt einfach viel sympathischer rüber. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass die anderen Leute nicht sympathisch sind, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Das macht einfach nochmal einen ganz anderen Eindruck. Ne, Hardcore hatten wir, glaube ich, gerade mit der Dia-Rüstung. Also ihr seht, worauf das Ganze hinausläuft. Und man hat dem Luke wirklich angemerkt, dass ihm das Spaß macht und er zu Recht auch stolz darauf ist, was er hier zusammen aufgebaut hat mit seinem Kollegen. Deswegen macht das auch gar nichts, dass sie jetzt nicht so sehr auf das Aussehen geachtet haben, sondern mehr auf die Programmierung. Jetzt haben wir noch, glaube ich, das Schützen-Kit, so hieß das, glaube ich, ne? Genau. Lederrüstung und Bogen mit unendlich drauf. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so das Problem. Wir gehen mal wieder raus, denn ich möchte euch gerne nochmal die anderen Spielmodi zeigen. So, wir waren hier bei Combo-PvP, dann Event-PvP. Töte die anderen Spieler alle 30 Sekunden, wechselt das Event. Das ist auch sehr, sehr interessant. Event-PvP, so. Wahrscheinlich hat er auch die anderen Rechte und Ränge. Genau, also hier werden auch, glaube ich, die Maps geändert alle 2-3 Minuten und halt, ja, Kits. Es gibt insgesamt 12 Stück. Wir fangen an mit dem, ach ja, genau, Event, Mega-Rückstoß. Genau, dann gibt es einmal zum Beispiel Blindheit. Langsam ist man dann, man kann dann hochspringen für einige Sekunden. Und das finde ich halt ein dynamisches Spielerlebnis. Ne? Also, dass man nicht immer nur mit demselben Kit spielt, mit denselben Attacken. Das, ja, hat irgendwas. Das ist eine schöne Abwechslung. Wir gucken mal gerade, wir warten mal den ersten Switch ab. Die anderen Kids könnt ihr ja gerne dann selber mal kennenlernen, wenn ihr dann spielt. So, die Map wird gewechselt. Und zwar jetzt in einer Sekunde, dann kriegt er das auch mal mit. Zack. Und die Map wird jetzt wieder in 5 Minuten gewechselt. Und ein neues Event, nämlich Blindheit. Und man sieht dann immer, für circa eine Minute ist dieses Event dann da. Und dann wird es halt immer gewechselt. Das ist halt Event-PvP. Sehr, sehr schön gemacht. Und ja, jedes Spielmodus, wollte ich gerade sagen, jeder Spielmodus hat auch ein Stats-System. Einfach auf /Stats gehen. Und dann seht ihr schon unten die Info. Da müsst ihr noch das Minigame eingeben und euren Spielernamen. Und dann könnt ihr immer sehen, ja, wie ihr gerade so steht. So, dann gucken wir nochmal bei Switch-PvP. Gucken wir auch nochmal hier. Switch, aha, genau, da ist er jetzt, glaube ich, auch mit dabei. Zack, gehen wir nochmal kurz rein. Ich lasse mir auch gerne ein bisschen mehr Zeit dafür, weil, wie gesagt, der Luke ist einfach ein richtig sympathischer Kerl. Kommt aus dem Schwarzwald, glaube ich. Soll jetzt gar nicht negativ klingen, ne? Aber ne, ist halt so, er kommt aus dem Schwarzwald. Sehr sympathisch. Er hat sich wirklich viele Gedanken gemacht. Und ja, was jetzt halt nur noch fehlt, sind Spieler. Aktive Spieler. Da hoffe ich natürlich, dass ihr den Luke und sein kleines, aber feines Serverteam unterstützt. Das ist eigentlich genauso wie die anderen Modi, wo man die Kits wechseln kann, wo man die Maps wechseln kann. Das ist eine sehr moderne Map hier jetzt gerade, wo wir sind. Oh, ich muss gerade fliehen und das wechselt halt auch innerhalb von ein paar Sekunden. Jetzt schauen wir gerade nochmal. Jetzt haben wir hier die Eisenrüstung und das Goldschwert ausgewählt. So, zack. Miselim getötet. Schauen wir gerade mal rechts an der Seite. Ein kurzer Überblick immer, ne, wie viele Kills man hat und wie viele Tode. Ich habe eine 5er KD. Geil. In COD würde ich mich freuen oder in PUBG. In Minecraft jetzt ehrlich gesagt nicht so, aber ist auch einfach nur zum Zeigen. Ne? Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Bei Switch PvP habe ich mir noch was hier irgendwie aufgeschrieben. Muss ich gerade mal gucken. Kleines Team, ne, 4 Stück, 12 Stück. Ja, jedes Spiel muss halt ein Stat-System. Genau, und jetzt das Medikit umgeswitcht. Man hat halb Eisen, halb Ketten, alles unzerstörbar, ein Eisenschwert und Medikits. Also das sollen hier Medikits darstellen. Jetzt kann man gucken, wo ist es? Ich lasse mich gerade mal schlagen. So, und wenn man das Medikit benutzt, zack, hat man wieder volle Herzen. Und man hat halt auch so einen Regenerationsdrang. Ist das die Regeneration? Genau. Also das ist, glaube ich, selbsterklärend. Und ja, würde ich sagen, werden wir noch einmal umbringen hier. Er hat gerade ein Medikit verwendet, genauso wie ich. Jetzt habe ich aber nur noch leider das hier, das letzte. Er hat auch sein letztes genommen. Und spannender Fight, zack, der YouTuber gewinnt. Natürlich. Wer hätte es denn anders gedacht? So, dann fliegen wir noch mal kurz durch die Map. Spielmodus ist jetzt hier aktiviert, genau. Und es gibt, wie gesagt, an jedem
Spielmodus gibt es noch so ein, ja, so eine kleine Aufschönerung. Es gibt auch Secrets, 10 Stück habe ich ja am Anfang gesagt. Ja, und ansonsten macht euch euer eigenes Bild. Wie gesagt, nochmal schöne Grüße an den Luke. Danke, dass er sich hier für, ja, zur Verfügung gestellt hat, um mit mir das hier mal zu zocken. Ich glaube, Mini Bed Wars ist, denke ich, auch selbsterklärend. Zur Not kann ja der Luke selber nochmal unten was in die Kommentare reinschreiben. Und dann würde ich sagen, war es das mit dieser Servervorstellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute mal ein bisschen länger, aber ich muss mir ganz ehrlich sagen, oder ich muss euch ganz ehrlich sagen, bei so einem sympathischen Kerlchen, wie der Luke ist, 17 Jahre, da nehme ich mir auch gerne die Zeit, weil wer schon eine halbe Bewerbung schreibt, der hat es einfach verdient, dass man da ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt. Und wenn ihr jetzt auch gerne mal euren Server vorgestellt haben wollt, dann addet mich auf Discord. Ja, ganz wichtig, addet mich auf Discord. Es bringt nichts, wenn ihr das unten in die Kommentare reinschreibt. Ich will, dass du meinen Server vorstellst. Da merke ich einfach schon, dass ihr das Video nicht geguckt habt. Schreibt mich einfach auf Discord an. Dort können wir dann ein paar Kleinigkeiten noch klären. Und dann, ja, bin ich auch gerne bereit, euren Server vorzustellen gegen ein paar, wie gesagt, kleine Bedingungen. Aber die besprechen wir dann in Discord. So, dann macht's gut. Danke an den Luke und viel Glück weiterhin hier mit vulcanocraft.de. Macht's gut. Ciao, ciao.